Los. Ich wollte dich gerade im Büro anrufen. Ich muss mit dir reden. Komm, geh mit. Wie lange bist du heute hier? Kommt drauf an, wann wir dran sind. Hey, was habe ich gemacht, dass du mich so behandelst? Hä? Ich besorge dir eine Spitzenchance und dafür hilfst du mir, okay? Meine Tochter braucht eine teure Operation. Ja, das habe ich alles schon oft gehört. Also komm, spuck's aus. Okay, ich habe was Großes. Der Kerl bringt eine Menge Geld. Ist aus Inglewood. Mhm. Aber das Problem ist, er muss um 12 Uhr vor dem Richter erscheinen, okay? Mhm. Verstehst du mich? Ich höre. Also, der Kerl, seine Mutter und der Familienanwalt kamen um 8 Uhr früh in mein Büro und ich... Er hat schon einen Anwalt? Hör nur zu. Hör zu, er ist kein Strafverteidiger, nur Zivilrecht. Und ich habe sie so heiß auf dich gemacht, dass sie ihr Strandhaus in Malibu für 1 Million verpfänden. 1 Million Kaution? Hey, Boss. Soll ich was dagegen unternehmen? Das könnte ich. Nein, fahren Sie einfach weiter. Boss! Schon gut. Fahren Sie darüber. Eddie? Wie hängt er so? Ach, leicht nach links, mein Freund. Und bei Ihnen? Alles in Butter. Sieht ziemlich unordentlich aus hier. Ja, die Putzfrau kommt erst Dienstag. Was kann ich für Sie tun, großer Mann? Harold hat aus dem Knast angerufen und gesagt, Sie lassen seinen Fall hängen, bis Sie mehr Kohle haben. Ohne Bezahlung keine Arbeit. Sie haben 5 Riesen gekriegt. Die sind längst dahin, Eddie. Ich könnte Ihnen sagen, dass ich allein die Hälfte für einen Luftbildexperten gebraucht habe. Der beweisen kann, dass die Beweise gegen Harold auf illegale Art beschafft wurden, indem man seine Farm im Tiefflug überflog. Ich könnte Ihnen auch sagen, dass ich den Mann für seine Zeugenaussage aus New York einfliegen muss und dafür die Kosten trage. Doch das brauchen Sie nicht zu wissen. Alles, was Sie wissen sollten, ist, dass wir einen Deal haben. Zeit zum Auftanken, Eddie. Was? Nochmal 5 Riesen? 10. Oh. Er will einen Flug in der Business. Er will ein 5-Sterne-Hotel. Und wir wollen Harold wieder auf der Farm haben. Er ist unser bester Farmer, verstehen Sie? Nein, und das will ich auch nicht. Also, entweder bezahlt ihr oder ihr nehmt einen Pflichtverteidiger. Der wird nichts über Luftbilder wissen, aber... Wollen Sie nicht nachzählen? Habe ich gerade. Vorsichtig mit den heißen Reifen, Eddie. Fahren wir. This is my buddy. Oh, he sandbagged me, but good. With that guy Corliss, right? Yeah. Mm-hmm. How'd you know? Because I told him using that dirtbag was a bull play. You'll take his head off on the stand. I hope so. So what, Ted told you? Oh, we can share this. No, I'm good. Well, why not? We've swapped spit before. Yes, we have. Hmm. Tell me about your buddy, Minton. Who said he's my buddy? He sandbagged me, but good. Oh, with that guy Corliss, huh? Yeah. How'd you know? I told him using that dirtbag was a bull play. Why not? We've swapped spit. Würdest du Kopf voranspringen? Wenn ich mich umbringen wollte, ja. Wieso? Wegen der Haltungsnoten. Eitler Fatzke, niemand würde sich für deinen Tod interessieren. Das sieht cool aus. Und woran würdest du zuletzt denken? Was meinst du? Dein Arschloch. Nein, echt nicht.